Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Farmers Life. Und wir ratzen erstmal eine Runde ab, würde ich sagen. Essen danach was und gehen uns was zu trinken rein. Und dann werden wir mal schauen, jetzt habe ich bloß eine Stunde geschlafen, werden wir mal schauen, dass wir dann wieder ein paar Eier sammeln und ein bisschen Schrott mitnehmen, um das im Dorf zu verkaufen. Oh, das hätten wir. Dann essen wir ganz zuerst mal was. Gehen wir uns wieder ein paar Äpfel rein. So, sind wir gleich voll. Und die Flüssigkeit ist auch gefüllt. Sehr gut. Alle Werte ganz grün. Dunkelgrün. Und dann würde ich sagen, nehmen wir uns mal die Lampe, die haben wir noch im Inventar, ne? Jawohl. So. Schauen wir mal, ob die Hühner schon Eier drin haben. Die schlafen noch. Ist aber auch noch nichts drin, ne? Futternapf ist schon wieder leer. Würde ich sagen, geben wir den Hühnern erstmal was zu fressen. Nehmen wir uns mal 5 raus. Oh, 10 Stück haben wir noch. Hälfte. Damit. Zack. Gut, sind die versorgt. Die Flauschi müsste noch was drin sein. Wo ist Flauschi überhaupt? Die chillt wieder irgendwo anders. Ah, hier liegt sie ja. Noch nicht hungrig. 97% Fettheit. Nee, reiten wollte ich nicht, ne? Gut, machen wir auch nicht. Aber Flossi kommt mit. So, wir hatten in der Scheune auch noch Schrott gehabt, ne? Genau, in der Kiste hier. 9 Stück. Zack, nehmen wir mit. Noch 2 Glühbirnen, ne? Dass wir Licht im Schuppen haben. Und dann würde ich sagen, würde gerne mal nach der Falle schauen wollen. Aber das können wir, glaube ich, auch später machen, ne? Wie spät haben wir das jetzt? 6.14 Uhr. Ja. Da könnte man eigentlich mal gucken gehen. Mal sehen, ob wir die überhaupt wiederfinden. Gut, let's go. Dann geht's ab ins Dorf. Da können wir da auch gleich ein bisschen Schrott sammeln. Schauen wir gleich mal, ob wir die wiederfinden. Wird gar nicht so einfach sein, denke ich mal. Das war so ziemlich hier an der Hinterseite vom Hof, ne? Glaube ich. Glaube ich.
hatten irgendwie zwei dicke Bäume, an denen wir uns orientieren wollten. Ich glaube, hier sind wir schon ein bisschen zu weit. Ich glaube, die beiden dicken Bäume hier waren es, ne? So, lassen wir den Wagen mal hier. Und gehen mal hier schauen, ob wir die Falle eventuell wiederfinden. Ich denke mal, wenn was drin wäre, würden wir sie auf jeden Fall wiederfinden, ne? Ah, hier ist er ja. Ah, jetzt sind wir selber reingetreten. Ist jetzt überhaupt noch was drin hier? Jetzt haben wir sie eingepackt. Sehr gut, Jens. Hast du schön gemacht. Stellen wir sie wieder hin. So. Wir sie natürlich wieder aktivieren und wahrscheinlich auch befüllen, wenn überhaupt noch was drin war und wenn wir das wiederbekommen haben. Aber das scheint so. Hier ist der Fisch. Leider ist noch nichts reingegangen. Okay, da ist drin. Brauchen irgendwas Besseres, aber bis jetzt haben wir noch nichts. Gut, dann nehmen wir uns gleich noch mal ein bisschen Schrott mit hier. Packen den im Wagen. Bisschen was Kleines kriegen wir auch noch in unsere Tasche. Das können wir dann individuell sehen. Ja, als vier Packen kriegen wir ja sowieso nicht so wirklich drauf, ne? Gut. Packen wir das mal um. Ja, komm, mach mal die Hälfte. Da haben wir gleich zwei. Okay. Nehmen wir gleich die 9 auch noch. Und mehr werden wir schon wieder gar nicht hochbekommen. Wir können es noch mal probieren, aber ich glaube es kaum, ne? Der ganze Schrott natürlich auch weg, aber wir wissen, hier sind die beiden dicken Bäume. Das ist so ziemlich am Rand von dem Stall. Gut, dann versuchen wir nochmal, ob wir hier noch ein bisschen was unterbekommen. Ich glaube es nicht, aber ein Versuch ist es wert. Wir werden mal ein Stück zurückgehen, damit es nicht gleich wieder alles runterfällt. Ja, wir werden mal schauen, ob das dann hält. Ich glaube es nicht, ne? Rutsche ich noch ein bisschen zurecht. Schauen wir mal. Sammeln wir noch Rest auf. Ein bisschen können wir noch. Mal wieder ein bisschen was verkaufen. Viel passt nicht mehr, ne? So, sehr gut. Wir können mal gucken.
Aber ich glaube nicht, dass wir hier noch was hochbekommen, ne? So, noch mal 5 Stück probieren. Zack. Also, wenn wir das hier ganz vorne vielleicht versuchen hochzumachen oder hinten. Nee, Leute, das wird nichts. Das wird nichts. Hey. Mal schauen, ob das fünfte überhaupt hält. Nee, fliegt gleich runter, siehst du, also 2 Lagen, mehr geht nicht. Aber die 4 sind jetzt noch oben, ne? Jawohl. Gut. Dann nehmen wir uns das und machen das jetzt ins Dorf, würde ich sagen. Uns noch mal einpacken mit. Werden wir ein bisschen schwer sein, okay. Aber halb so wild. Dann geht's jetzt ins Dorf. Wach sein müssten sie. Schon 9 gleich. Dann geht's jetzt ins Dorf. Schnellreise können wir nicht machen. Wir laufen also. Oh, ein Nebel, ne? Ist ja die kaum die Hand vor Augen. Ja, wir brauchen Geld. Wir haben ja bloß noch 26 Münzen. Wir haben alles versoffen in der letzten Folge. Da ist Flauschi. Schön, dass du auch schon kommst. So, ab ins Dorf. Richtige Richtung laufen wir, ne? Ja. Da können wir eventuell mal sehen, ob wir uns noch 2 Glühbirnen mitnehmen können. Dann können wir die Aufgabe dann auch abschließen. Und wir wollten natürlich auch auf die Treckerteile sparen, ne? Und dann nochmal hinter zu dem Typen, der die Treckerteile verkauft. Mal schauen, ob es auch irgendwas Kleines zum Pflügen gibt, ne, damit wir das Gras beseitigen können und ein kleines Abteil uns machen können, um dass wir die Möhren ausprobieren können, anzusehen für die Quest von Anna. Genau. Für den Schrott werden wir jetzt ungefähr 350 bis 400 bekommen. Guck mal erstmal nach den Glühbirnen, würde ich sagen. Vielleicht, wenn wir dann Licht haben, dass wir in der Nacht auch mal ein bisschen arbeiten können, dass wir Holz machen können und so weiter. Bräuchten wir auch noch einen Futtertrog für die Hühner. So, da sind wir wieder. Ich kriege da erstmal den Schrott, den wir im Inventar haben. Bitte Stefan. Hast du schon mal 15 Stück? Wie viel gibst du uns? 225. Naja. Alles. Nein.
geben wir dem das noch, ne? Stück. Let's go. Da haben wir wieder 536. Das ist doch schon mal gut. Hatte der hier Glühbirnen? Er spricht nicht mit uns. Johann. Zeig mal. Hey, der hat keine Glühbirnen. Hatte Stefan Glühbirnen gehabt? Ja, der hat Glühbirnen, eine kostet 60, wir brauchen zwei. Sind wir bei 120. Ist nichts für dich, wähle etwas anderes. Warum? Warum nicht, Mann? Ist der bescheuert oder was? Ich frag Stefan mal, ob wir ihm irgendwas helfen können. Es werden dringend neue Bretter benötigt. Ich habe eine Kommission und benötige Bretter, aber sie müssen neu sein. Da sie im Freien stehen und einen schönen Waldgeruch haben werden, mir sind die schönen ausgegangen. Und mit den Zwillingen haben wir in letzter Zeit ein bisschen gestritten und ich möchte sie jetzt nicht um etwas bitten. Würdest du mir ein paar neue Bretter machen? Ich gebe dir aber meine Säge nicht, denn sie ist ein Erbstück von meinem Vater. Eine Säge haben wir noch nicht, ne? Haben wir schon eine Säge? Würde erstmal schauen wollen. In der Scheune. Okay. Mal fragen, ob er eine rauchen will. Danke, aber ich rauche nicht. So. Gut. Brauchen also eine Säge, um Bretter zu machen. Wir haben doch Glühbirnen zu Hause, Leute. Ich weiß aber nicht, warum. Gut. Okay. Gut, dann würde ich sagen, lasst uns wieder nach Hause TP'en. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. So. Wir TP'en uns. Let's go. Dann schauen wir ganz zuerst mal, ob wir eine Säge im Schuppen haben in der Scheune. So. Wir haben ja auch noch Bretter da, ne? Leute, wir haben ja noch Bretter, da brauchen wir wahrscheinlich auch erstmal gar keine Säge. Wie viele Bretter will er denn haben? Wir werden dringend neue Bretter benötigt. Hol dir die Werkzeuge. Axt und Handsäge. Dann müssen wir uns quasi unbedingt eine Handsäge holen. Wir brauchen eine Glühbirne, montiere eine Lampe und Anschlüsse. Gut, wir holen uns mal, ich glaube, wir haben drinne Glühbirnen. Dann können wir gleich noch mal schauen, ob die hier noch Eier gelegt haben. Da hatten wir auch keine Säge noch nicht gehabt, ne? So, Glühbirne. Eine. Fuck. So, dann probieren wir mal, ob wir das geregelt bekommen.
alte Hängelampe. Dann müssen wir also ins Baumenü. Okay. Okay, wir brauchen. Ich glaube, da haben wir hier drin auch noch ein bisschen, ne? Jawohl. Die Hälfte legen wir nochmal auf. Hunger und Durst haben wir auch gleich wieder. Und dann gehen wir jetzt nochmal ins Baumenü. Elektrik. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. So, die Lampe ist schon mal dran. Gut, dann haben wir das schon mal. Das Kabel. So, kann ich hier jetzt nicht anschalten? Ah, mit E. Ah, wir brauchen erst die Erlaubnis des Bürgermeisters. So, dann laden wir hier gleich den Schrott noch mal ein. Nee, Quatsch. Wir machen das lieber in 5er Schritten. Umso mehr kriegen wir rein. Das müssen wir noch mal verändern. Bitte. So geht das. So, dann gehen wir uns gleich mal noch die nächste Fuge holen. Legen wir auf jeden Fall noch mal 5er ab. Aus dem Schuppen hatten wir, glaube ich, alles mitgenommen, ne, aus der Scheune. Quasi. So, was macht denn der Wagen hier für Verrenkung? So geht das. So. Dann müssen wir noch mal ein Stück rüber gehen hier. Der Wagen ist schon mal wieder geladen. Schauen wir hier noch mal rein. Ne, hier hat man alles mitgenommen. Aber die Hühner haben noch keine Eier gelegt, ne? Gut, dann würde ich sagen, schaffen wir das noch weg und gucken nach einer Säge. Wir holen uns hier jetzt die Pen, weil wir nicht so voll sind.
oder nicht zu voll sind. So. So, Stefan. Hab wieder ein bisschen Schrott für dich. Und 20 Stück. Cool. Säge müsste hier vorne sein, bei dem guten. Jawohl. 150, das gute Stück. Naja. Müssen wir investieren. Damit müsste eigentlich. Handsäge. Gut, die Axt haben wir ja im Schuppen. Ich sage immer Schuppen, ne? Ich meine die Scheune. Der Schuppen ist ja das, wo wir gerade Licht dran gemacht haben. Und dann können wir gleich nochmal zum Feuermeister. Wir können uns die Genehmigung holen, dass wir das Licht einschalten können. Hallo Herr Feuermeister. Sehr beschäftigt. Berechtigungen. So. Elektrizität, was? Oh Mann. Gut, dann können wir das erstmal vergessen, wahrscheinlich. Na gut. Umgelaufen. Aber nicht schlimm, haben wir wenigstens das Zeug schon mal dran. Ja, wir brauchen jede Menge Geld. Ne? Wir müssen in nächster Zeit wahrscheinlich sehr, sehr viel verkaufen. Jetzt machen wir erstmal eine Schnellreise. Da sind wir wieder. Und dann nehmen wir uns erstmal die Axt. Mal gucken, ob das funktioniert. Jawohl. Das ist erstmal abgeschlossen. Und dann können wir dem ja eigentlich theoretisch Bretter verkaufen. Ja, wir trinken gleich was und essen auch was. Bretter. Viele Bretter. 20 Stück brauchen wir. Mal gucken, ob das zählt, wenn wir die aufsammeln jetzt. Den, den wir schon haben. Und schon mal 10 Stück. Okay, wir müssen also tatsächlich einen Baum fällen. Das können wir ja noch mal fix machen. Die Bretter legen wir wieder ab. Die Axt haben wir jetzt wieder weggelegt, ne? Uns die Axt gleich ins Schnellinventar, die Säge auch. Gut,
suchen wir uns hier mal einen Baum aus. Gucken, normalerweise müssten ja die hier hinten auch zu mir gehören, ne? Nehmen wir den hier. Warum? Gut, wir trinken und essen erstmal was. Das Bedürfnis schon mal gestillt. Warum kann ich denn hier die Axt nicht ausrüsten? Haben wir die gar nicht eingepackt? Ist doch aber drin, oder nicht? Einmal nicht. Axt hier rein. In die Säge. Auch hier rein. Gut, dann müsste es ja funktionieren. Gucken wir uns das Ganze gleich nochmal an. Da ist das Tor. Ja, dann nehmen wir uns den mal hier vor. Müsste funktionieren, ne? Ja, funktioniert. Wir müssen immer ringsrum gehen um den Baum scheinbar. Das habe ich beim letzten Mal schon bemerkt. Ansonsten funktioniert das wohl nicht so richtig. So, hat er wieder nichts abgehauen. Zack. Zack. Baum fällt. So. Jetzt müssen wir den hier auch noch bearbeiten, ne? Erstmal die Äste ab. Haben wir hier wieder Haufen Stöcke zu liegen. Haben wir schon mal zwei Einzelstücke. Gibt hier nichts einzuspannen. Hebe hoch. Das geht jetzt natürlich ein bisschen langsam, ne? Mal gucken, wie viele Bretter wir hier rausbekommen. Man nähert sich das Moment hier, wir sind gleich da. Ist das schon wieder dunkel oder zumindest dämmert es schon wieder? So, hier müssen wir das gute Stück einspannen. Ne? Sicherheit. So. Hier gibt es nichts einzuspannen. Warum denn nicht? Stehe nicht, ne?
Alter. Warum gibt es hier nichts einzuspannen, Alter? Bist du bekloppt oder was? Ich nehme jetzt einfach mal die Säge. So, da haben wir Bretter. Okay. Können wir ja den anderen Stamm vielleicht auch gleich nach draußen sägen, ne? Die andere Hälfte vom Stamm. Hier liegt sie. Gut, müssen wir erstmal kleiner hacken. Dann versuchen wir das gleich mal hier zu sägen. Funktioniert, Leute. Da braucht man das gar nicht einspannen. Ist dann vielleicht für den Hänger gedacht oder so. Wenn wir den fertig haben, gucken wir mal, wie viel wir haben. So, wie viel haben wir jetzt? 17. Wir müssen also den anderen auch noch sägen. Aber gleich alle. Ich hoffe, der bezahlt auch gut. Können wir uns noch mal ins Dorf teleportieren. 18.41 Uhr. Und dann haben wir die nächste Mission im Sack. Habe etwas für dich. Zack. Die restlichen Bretter, die verkaufe ich dir noch. Na gut. Viel hat er nicht gegönnt, aber okay. So, Leute. Jetzt, wir können uns noch mal was einkaufen, ne? Was zu essen. Damit wir nicht die ganzen Äpfel wegsnacken müssen. Dann fragen wir die Gute auch gleich nochmal, ob wir ihr irgendwie helfen können. So, gib mir mal... Und zwei Stück. Ey, eins reicht auch erstmal. So. Hm. Gut. Das reicht. Dann können wir die gleich nochmal fragen, ob wir was helfen können. Frische Milch. Ah, okay. Das wird langsam wirklich verdächtig. Aber auch Milch von Philipp zu verkaufen. Sie ist fast immer dünn, als ob sie mit Wasser verdünnt wäre. Außerdem riecht sie irgendwie komisch. Gibt er seinen Kühen verrottetes Heu oder was? Kunden beschweren sich, dass die Butter aus dieser Milch selbst dann seltsam ist. Ich weiß nicht, ob du eine Kuh hast oder nicht, aber vielleicht könntest du mir irgendwie helfen. Gut, dazu kommen wir später. Wir haben noch keine Kuh. Dann TP'en wir uns jetzt wieder nach Hause. Dann würde ich sagen, machen wir Feierabend für heute. Leute, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn das so ist, zeigt es mir doch gerne mit einem Like. Lasst gerne auch Kommis da für den guten YouTube-Algorithmus. Und über ein Abo würde ich mich ganz besonders freuen. Dann könnt ihr auf meinem Kanal nichts Neues mehr verpassen. Wenn ihr zusätzlich noch die Glocke aktiviert, werdet ihr sogar über jede Neuigkeit benachrichtigt. Immer noch keine Eier. Futter ist auch schon wieder weg. Bleibt gesund, Leute. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, euer Jens.